Hi Leute und willkommen zurück zu Ni no Kuni Cross Worlds. Da ich ein paar Mal danach gefragt wurde, ob ich vielleicht doch das Let's Play weitermachen möchte, habe ich es mir nochmal überlegt und gesagt, ja, komm, da wir so oder so noch ein bisschen haben, bis wir nächste Woche erst wieder was Genshin-mäßiges auf den Channel bringen, machen wir Ni no Kuni so lange weiter, bis wir Genshin wieder spielen. Macht so oder so nicht viel Arbeit, Autofight und so weiter. Also, ja, machen wir das weiter. Ihr seht, ich habe mir inzwischen auch einen Katzenhut aufgesetzt, den man über einen Code bekommen kann. Mal schauen, das müssen, ne, da. This energy. I think we need to go deeper in. Let's go. Dann mach mal. Also das heißt, wir werden uns jetzt bis Genshin anfängt, werden wir uns hier einmal so ein bisschen durchspielen. Mal gucken, wie weit wir kommen. These same weirdos! I can't believe this is happening! Get your hands off me! Oh, wait! Did you... Someone's... Come and hide! Let me go! Let me go! Do be careful with our honored guest. Oh, der König von... You really shouldn't treat him so roughly. You think you can kidnap the King of Evermore and live to tell the tale? My deepest apologies, Your Majesty, but you should be worried about your own safety. Hold it! Hey, hey! Stop right there! What the... Where did they come from? Hey, wait! Ne, das funktioniert nicht. Wir haben den Wächterstein. Why isn't anything happening? That's all! Well, fine. Let's see how you handle this. What the monster? Easy. Hey, are you okay? Thank you. But who are you two? We were helping out the well foreman. I see. Well, I'm... The King of Evermore, right? I'm King Lucilian. Okay. To meet you. Was? Ach so,
Pflanzenwaffenpolitur, ne? Genau. Also das ganze Zeug hier, ne? Alles von Couponcodes, die heute rausgehauen wurden. Werde euch die Couponcodes in die Videobeschreibung mit reinpacken und auch die Seite, auf der ihr die eingeben müsst. Auf der Seite für die Couponcodes müsst ihr einmal den Code hier reinkopieren, ganz oben in die Liste und darunter dann die Couponcodes und dann bestätigen. Und dann mit dem Charakter, mit dem ihr euch zuerst einloggt, der bekommt dann die ganzen Sachen. Da ist auch ganz viel Geld mit bei und ein paar Wünsche für verschiedene Sachen. Und das macht ihr halt immer wieder. Heißt, euren Kontocode reinkopieren, den Couponcode und dann 6 oder 7 Couponcodes gibt es da. Da ist halt auch die Mütze und so Stuff dabei. I must return to the castle. Oh, can you make it back on your... We can take you there. But... yeah, I get it. We would have done something to you all. You're not wrong, but... Make your choice, but make... Then, please. Let's get moving. Wait, it'll take too long that way. There's a secret passage over here. Really? Well then, lead Let's away. Go. Folgen wir den Löwenkönig. Monsters! All right, leave it to us. Also natürlich geht das jetzt, wir sind alle noch im Anfängerbereich und so weiter. Die ersten Leute haben schon was mit Stufe 30 plus und sind schon dabei, den ersten Boss hinten von dem Gebiet hier abzufahren. You have to tread carefully. Ja, das wird nichts. We just have to watch our step. Watch where you're walking. Na, jetzt soll ich alleine laufen, ja? Ha! Pet gekillt. Another trap. If you know how, it's much faster. It's connected directly to the castle. Okay, let's get out of here then. Oh, if there are any more traps. Fortunately, that's the end of the trap. Really? Oh, let's go. Aha. Exactly how did you neglect your duty to his majesty? If only I hadn't left. We must find him at once. Adelian. Lucilian. I mean, your majesty. Protect his majesty and take them into custody. Yes, captain. Wait, Adelian. These people saved me. Excuse me? Genau, weil die Leute, die ihn entführt haben, mit ihm wieder zurückkommen. Wow, he really is the king. I really am the king of Evermore. Great. Now you guys have to hear us out. So. Jetzt werden wir ein paar Sachen in den verschiedenen Shops freigeschaltet, weil wir Level 9 erreicht haben. Pleasure to meet you. Ich muss jetzt was schauen. Ich glaube, das war jetzt wieder Deko.
Wo hatte man die Deko wieder angelegt? Erstmal das Level up wieder für die Fähigkeit. Da müssen wir mal aktuell bleiben. Kostüm da. Let's go. Sag ihm Bescheid, dass unser Königreich angegriffen wurde. I've heard rumors. I know it's hard to believe, but it does exist. Please help our kingdom. You saved my life, so. One moment, Your Majesty. I'm afraid we're in a similar situation. Kommt viel Text, sind die Leute zu faul zu Voice Acten. Was mit dem Königreich ohne Namen geschehen ist, ist tragisch, aber ich fürchte, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden. Geheimnisvolle Feinde sind innerhalb unserer Grenzen aufgetaucht und es ist ihnen sogar gelungen, in diese Burg einzudringen und euch zu entführen. Wie können wir ihnen helfen? Wenn sie unsere eigene Lage derart... Okay, ja. You must put the needs of our kingdom first. But... Damn, I hate to admit it, but your captain's right. We'll help you solve the situation here in Evermore. Hmm, that's a good point, but... Nix, but... Returning right now won't help things anyway. Even our queen had a tough time fighting. Der Typ in der schwarzen Rüstung war besonders stark. Selbst unsere Königin hatte ihre liebe Mühe, gegen ihn zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass er die Art Feind ist, die mit man eine Armee besiegt. You two have strong hearts. I believe their suggestion is in the interests of both kingdoms. I agree. Great. What do you guys need? I'd like to ask you two to find these ruffians. Ich habe bereits die Soldaten losgeschickt, aber die einzigen, die die Angreifer gesehen haben, seid ihr und der König. In Anbetracht der Stellung seiner Majestät befürchte ich, dass er leider nicht einfach losrennen kann, um bei der Suche zu helfen. Ich möchte euch beide also bitten, diese Raufbold zu finden. Ah, no problem. Gar kein Problem. Es ist kein Ausweis mehr erforderlich, um ins Schloss zu kommen. Geht einfach so. Also ich habe, glaube ich, Tickets, um Waffen zu ziehen. Und ich habe, glaube ich, auch Tickets, um andere Kostüme zu ziehen. Goodness gracious, what do you want? Have you seen any suspicion? I think you two are about the most suspicious. Okay. People saw something fishy by the south. Oh, I wouldn't put too much stock in that. It'll be difficult to... We're just foreign nobodies to these people. We need to get on friendlier terms. Heißt, jo, wir machen wieder Rufquest. Jetzt sind richtig viele. Jetzt muss man mal gucken. Die beiden sind draußen, wo wir herkommen. Und die müssten jetzt alle in drinne sein. Gehen wir zuerst zu unserem Rabenkollegen, machen seine zweite fertig. Weil den kennen wir ja schon. Der vertraut uns jetzt schon. Achso, hier wollte ich reingucken. Dauert noch. Shop. Genau. Im Shop sind hier jetzt Pakete drin. Das haben wir von freigeschaltet mit Level 9.
Ah, cool. Hier, die ganze Zeit ist hier so ein rotes Ding und ich weiß nicht warum. Das ist dieses Anmeldepass-Ding. Ah. Okay. Das heißt, das haben wir jetzt auch noch jeden Tag, ja? Und zum Schluss bekommen wir eine Truhe, wo ein Forster drin sein kann. Oh, das ist ja nice. Das ist sehr, sehr nice. I'm sorry. Whoa, what happened? The new hire was supposed to start today. But apparently they got the luckiest... Oh, wait, wait. Sorry, but can you return it to Sona? Let's go. Da die Katze, die ich auf dem Kopf habe, haben die Leute hinten schon als Mount. Kommen wir natürlich später auch. Huh. I wonder if something's up. Let's go see what happened. Oh, are you guys on your way somewhere? We're on our way to Sona to return. Oh, that's perfect. Why? Are you also hot? What do you mean? I was planning on just making this work, but... Why are we running your... Aren't you on your way back there anyway? Hmm... Yeah, that's not a bad deal after all. So. Alles mitnehmen, was man bekommt. Achso, bei diesen ganzen... Achievement, Akten-Dings-Kram. Nicht das Einzelne nehmen, sondern alles immer natürlich abholen, klicken, damit es da schneller geht. I'm stuck with three hats. What? Three? Well, I have a free owl hat from Money Man Guild. The designs make the hat so difficult. Oh, I didn't know you were... Please, of course not. Can we take them? This? Well, I don't need... okay. Why so stingy? Well, I'll just give you a random one then. Wait, what? Halt, nein, nichts random. Ich habe nicht gesehen, das ist wirklich eine random Truhe. Okay. Ah, jetzt bekommen wir das Kostüm-Tutorial. Fürs Kostüme ziehen. Oder was? Oder einfach nur so. Kostüme, ist klar. Aha, ja. Was hast du gegen meine Katze? Schrecklich. Ich mag die Katze mehr. Genau. Warte hier. Nichts mehr. Wir hatten irgendwo von einer anderen Klasse die Mütze. Ne? Wir hatten von einer anderen Klasse die Mütze irgendwo. Hier. Heißt das einfach nur, dass man selber einen Marktstand aufmachen kann und die verkaufen kann? Weiter. Das Rabending ist so komplett jetzt, ja. Was ist das Dichteste? Sie möchte schon wieder was.
Müssen wir wieder posen? Achso, ich müsste irgendwie auch posen und Emotes bekommen haben von den Coupon-Codes. You're starting to shine a little. I still think she's trying to scam us. Can you quiet down, Miss? Who are you calling? So, don't you want to be a star? Klar. Well, fine. So, practice singing and... You're so old-fashioned. What do you mean? Why would anyone go through that much trouble? Ich finde es besser, okay. You can practice singing and dancing up. Why? What is that all? Pleasure to meet you. Okay, ja. Now, let's take a profile picture to upload. Okay, ja. Schrecklich. Check your popularity now you've posted your picture. And of course, don't forget to communicate with your fans. Ach Gott, jetzt wird's. To do now is to wait. You haven't done. If you can't, you're in. We will be expecting great things from you. So, nur ein paar Farben zum Färben bekommen. Pleasure to meet you. Ja, kann ich sogar aufsuchen, welche das sein soll, wie es aussieht. Ach so, das hier, ne? Das sind ja diese XP-Tränke. Ja, die werde ich dann gleich für den nächsten Part mal aktivieren. Ich weiß nicht, ob die für Quests zählen. Weil hier steht... Erhalte so und so viel 100%, bla bla bla. Wenn du Gegner auf normalen Feldern oder Chaosfeldern besiegst, heißt für mich eigentlich, dass die nur draußen funktionieren und nicht bei Quests. Weil die Gegner geben halt extrem wenig XP, wenn du einfach nur kämpfst. Und dazu sind halt die Tränke da. Ne, dann brauche ich die, glaube ich, nicht benutzen. Aber ja, wir machen dann hier im nächsten Part weiter, wenn wir versuchen, unseren Ruf zu erhöhen, damit wir mehr über die bösen Schurken erfahren, die versucht haben, den König zu entführen. Bis dahin, ciao Leute.